besten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin Lilly Berger und eigentlich vom Beruf her Bestatterin. Und obwohl ich Bestatterin bin, hatte ich nie persönlich mit dem Tod, bin ich noch nie persönlich dem Tod begegnet sozusagen. In meiner Familie ist nie jemand gestorben, bis dann mitten im Lockdown mein Großvater mit über 90 gegangen ist und ich plötzlich vor diesem Thema stand, dass in meiner eigenen Familie ein Trauerfall stattfand und ich aber nichts tun konnte, weil es war mitten im Lockdown und ich habe eine sehr große Familie und wir konnten keine Trauerfeier veranstalten. Und da sind die ersten Ideen entstanden, zu überlegen, wie könnte man einen Ort schaffen im Internet, der dem Anlass entsprechend angemessen ist und zeitgleich ja ein Ort ist, wo man eben Abschied nehmen kann, zusammenkommen kann. Und da ging die Reise los. Ich habe zwei tolle Menschen gefunden, Jennifer und Markus, die mit mir diese Reise gegangen sind mit dem Projekt Favell. Das Projekt ging 2 Jahre und ich würde euch gerne ein bisschen mitnehmen in diese Reise, wie wir uns das Metaverse zu eigen gemacht haben sozusagen. Und ich habe so ein paar Puzzleteile, die ich jetzt einzeln euch einfach so ein bisschen zeigen möchte, um meine Erfahrung zu teilen und auch so Lust zu machen, da weiter zu forschen. Und dafür würde ich einmal meinen Bildschirm freigeben. Fangen wir hiermit mal an. Also das fing vor Jahren an, dass wir einen ersten Raum geschaffen haben, und zwar die Insel der Erinnerung. Und diesen Prototyp haben wir auf der Republika 2021 gelauncht. Und es war eine weite Insel, das ist jetzt hier ein YouTube-Video, um mal so ein bisschen so einen Einblick zu bekommen. Eine große Insel, auf der konnten Sprachnachrichten hinterlassen werden. Das heißt, jeder, der diese Insel besucht hat, eine Anekdote zu jemandem erzählen, der schon verstorben war. Oder wie man möchte. Also einfach eine kleine Erinnerung dort hinterlassen. Und man konnte eben über diese Insel laufen und sich die Anekdoten anhören. Und das war an sich eigentlich eine super schöne Idee. Was wir aber festgestellt haben, und hier auch schon gleich mein erstes Learning: der Raum war zu weit. Man hatte keinen Überblick, wo man sich gerade befindet auf dieser Insel. Die Insel sah sehr ähnlich aus, wie ihr hier schon seht. Die hatte diese digitalen Hügel. Das heißt, wir haben schon mal das Erste, was wir festgestellt haben: es braucht tatsächlich einen geschlossenen Raum. Es braucht einen Ort, wo man sich eine Orientierung verschaffen kann. Genau, davon sind wir dann gestartet und haben angefangen, erste Prototypen zu bauen. Und in der Zeit, als wir eben in dieser Forschung waren, wie könnte so ein Raum aussehen, wurden wir angeschrieben von einem 14-jährigen Mavis, heißt er, dessen Vater im Sterben lag. Und er konnte den Vater noch fragen: ja, was ist denn eigentlich dein Lieblingsort, Papa? Und der hat die Stammkneipe genannt. Und dann hat der 14-Jährige die Stammkneipe nachgebaut. Das habe ich hier irgendwo. Hier. So. Was ist dann los? Machen wir ein bisschen größer. Das ist auch etwas, was eben von Jürgen schon angesprochen wurde, ein zweites Learning. Die Mutter kannte natürlich die Stammkneipe und war am Anfang war am Anfang erstmal skeptisch, aber dann doch erfreut, weil sie natürlich auch viel mit dieser Kneipe verbindet. Als sie dann aber diese virtuelle Kneipe gesehen hat, war sie schockiert, weil die Kneipe natürlich nicht so aussieht wie der reale Ort. In dem Moment haben wir realisiert, es ist ganz, ganz wichtig zu kommunizieren, dass die Realität nicht abbildbar ist, sondern dass es eher um das Gefühl geht. Und wir haben es am Ende tatsächlich geschafft, diese Kneipe mit einem Gefühl eines Pubs auszustatten. Das heißt, es waren im Hintergrund Geräusche von Menschen, die geredet haben, so ganz leise, so Whispering. Und man hörte so ein bisschen dieses Feuer knistern. Das sieht man hier so ein bisschen, das ist so ein Pixelfeuer. Und das war also einmal diese Erfahrung von: es braucht einen Raum, es braucht eine Erinnerung an etwas, aber es kann eben nicht die Realität abbilden. Und was wir festgestellt haben, ist, dass es für den 14-Jährigen total toll war, etwas zu haben, das er zu Lebzeiten des Vaters schon machen konnte, wo er sozusagen seine Trauerarbeit schon in etwas stecken konnte, in etwas, was seiner Sprache entsprach. Das heißt, er war jetzt in dem Fall jemand, der konnte virtuelle Räume bauen. Das war jetzt einfach ein Zufall.
Man sieht hier auch so ein bisschen, wenn ich diesen Artikel runterscrolle, wie wir da zusammen sitzen und eben mit Hilfe eines Open-Source-Programms namens Blender diesen Raum eben gestalten. Und gucken, ob ich noch im Raum noch ein Bild habe. Genau, so sieht die Kneipe dann sozusagen, das Romo dieser Kneipe aus. Und der Davis hat das irgendwie als sehr schönes Erfahrung beschrieben, dass er eben den Vater auch nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt hat. Und zwar zum Todestag hat er die Familie gefragt, ob sie und Freunde, ob sie Fotos einreichen können. Dann hat er diese Fotos überall an die Wände gehängt. Am Geburtstag, ein halbes Jahr später, eine Geburtstagsparty in diesem veranstaltet und alle sind rumgelaufen, haben sich die Fotos angeschaut. Und ja, Mavis meinte, dass es war so schön, seinen Vater mal aus anderen Perspektiven kennenzulernen, aus Geschichten, aus anderen Anekdoten. Und hat ihm sehr geholfen im Prozess des Abschneidens. Also aus diesen Erfahrungen wird dann einen Raum kreiert, der so aussieht. Und in der Zeit, als wir diesen Raum fertiggestellt haben, waren wir gleichzeitig ein bisschen zögerlich, den schon gleich in diesem Trauerkontext anzubieten. Also haben wir uns Veranstaltungen überlegt, wie wir den Raum testen können, ohne gleich schon ja, in diese sensible Phase eines Todesfalls, Abschiednehmens reinzukommen. Und da haben wir dann zum Beispiel eine Lesung veranstaltet, um einfach mal so Beispiele zu zeigen, wie so ein Raum genutzt werden kann. Das kann man mal hier gucken. Ah ja, genau, hier gibt es noch ein Video. Und zwar haben wir dann live übertragen. Hier sieht man die Autorin eines Buchs, das ist natürlich immer in diesem Kontext Tod, Sterben. Das war jetzt Johanna Klug, die ihr erstes Buch hier vorgestellt hat und eben vorgelesen hat live. Und man sieht jetzt in diesem Video nicht, im Publikum sitzen ganz viele Avatare und hören sich eben diese Lesung an. Und gleichzeitig haben wir die aber auch noch live gestreamt. Also ähnlich wie jetzt auch vom Konzept her. Nur, dass eben keiner vor Ort war, sondern nur im virtuellen Raum vor Ort war. Und da zum Beispiel haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Livestreamen aus dem virtuellen 3D-Raum heraus für Übertragungsfehler gesorgt hat. Das heißt, auch das Video, das kann man sich hier auch gerne nochmal angucken auf YouTube, es ist sehr stockig. Also nicht nur jetzt meine Übertragung dadurch wird es nicht stockig angezeigt, sondern es ist tatsächlich im Original so. Das heißt, das war auch wiederum eine wichtige Erfahrung, die wir gemacht haben. Wobei ich gestehen muss, das war auch eine Erfahrung, die wir bereits ganz am Anfang auf der Republika 2021 gesammelt haben. Da habe ich nämlich hier auch nochmal ein Video, Behind the Scenes, das nicht. Hier, da haben wir schon mal versucht, eine öffentliche Bühne zu präsentieren. Man muss dazu sagen, 2021 war die Republika eben nicht vor Ort, sondern rein virtuell. Und ich weiß nicht, ob ich schon definiert habe, die Republika ist eine Digitalkonferenz, die normalerweise in Berlin vor Ort stattfindet, wo eben über Digitale diskutiert wird und ausgeführt. Und in dem Fall war sie eben rein virtuell. Und wir haben versucht, mithilfe eines virtuellen 3D-Raums unser Thema, und zwar Trauer im digitalen Raum auf einer virtuellen Bühne zu präsentieren. Das heißt, wir waren hier tatsächlich als Avatare dargestellt, die wir auch so aussahen wie wir selbst. Und wir eben uns gegenseitig, also wir haben ein Gespräch hier geführt mit TrauerrednerInnen über dieses Thema. Und da war eben auch schon diese Übertragung leider sehr, sehr stockig. Das ist in Deutschland etwas, was man tatsächlich mit bedenken muss, weil einfach das Internet hier nicht so stark ist, wie ich mir das wünschen würde. Ja, genau. So viel so zu unserer Reise. Und dann gab es eine Anfrage, und zwar von Mandy. Mandy ist 40 Jahre alt und wusste, dass sie bald sterben wird. Und sie hat uns angefragt, ob sie den Raum nutzen kann, um eben schon jetzt zu Lebzeiten den zu gestalten. Und wenn sie dann verstirbt, dass darin nochmal eine kleine Feier stattfinden kann oder zumindest ihre Trauerrede hochgeladen werden kann. Und dieser Anfrage sind wir nachgekommen und Mandys Raum war dann schon, genau hier, ich kann nicht, sie gestorben ist, konnte besucht werden und es konnten Nachrichten hinterlassen werden. Und sie hat
wenn jemand im Raum eine Nachricht hinterlassen hat. Das heißt, sie hat auch nicht in den Raum zu kommen, die Person zum Beispiel zu treffen oder zu kommen, um zu sehen, was wurde denn für eine Nachricht hinterlassen. Und das war eine wichtige Erfahrung, die wir zusammen haben, ist, dass eben dieser Interaktionsaustausch im Raum anregt, den Raum wieder zu besuchen. Also es gibt sozusagen den Eventcharakter, das heißt jetzt in dem Fall die Lesung oder eine Trauerfeier oder eben der Geburtstag. Da kommen alle zusammen und haben eben die Möglichkeit dieses Gemeinschaftsgefühls, das man mit Zoom nur bedingt darstellen kann. Und in dem Fall ist hier gerade auch jemand drin, witzigerweise. Ich bin gleich mal stumm. Ah ja, super, das ist cool. Da kann man das nämlich hier gleich mal zeigen. Genau. Sozusagen, man sieht jetzt hier schon zwei Sachen. Einmal im Hintergrund lädt ein Medium nicht. Und das ist so der Default-Avatar. Ich zeige euch gleich auch noch mal ein bisschen, wie man mit Avataren spielen kann. Und wichtig auch zu wissen ist vielleicht in dem Fall, dass dieser Raum mit der VR-Brille betreten werden, aber eben auch mit dem Laptop. Da bist du, Jens, wahrscheinlich gerade mit dem Laptop drin. Man kann aber auch mit dem Handy rein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil diese VR-Brille, die hat nicht jeder zu Hause. Und selbst die, die sie zu Hause haben, wie ich fasse sie einmal im halben Jahr an. Also ich benutze sie tatsächlich, obwohl ich beruflich sehr viel damit zu tun habe, in meinem Alltag sehr, sehr wenig. Am meisten gehe ich mit dem Laptop rein, aber ich weiß, dass wir konnten das in der Statistik immer sehen, dass die meisten Menschen tatsächlich mit dem Handy reingegangen sind. Und da ist es wieder, haben wir wieder was gelernt. Und zwar, wir benutzen hier die Software Mozilla Hubs. Das ist eine Open-Source-Software. Und die hat sehr, sehr viele Funktionen, wie man hier unten schon sieht. Also man kann Reaktionen, wie bei Zoom auch. Man kann Dinge platzieren, man kann eine Kamera einstellen, man kann 3D-Modelle platzieren. Das ist eigentlich alles viel zu viel. So viel braucht es gar nicht. Es ist in unserem Fall, in diesem Trauerkontext, wichtig, das viel mehr zu reduzieren und die Sachen, die wirklich die wichtigen Sachen sozusagen darauf fokussieren. Dementsprechend ist diese Software für uns nicht geeignet. Aber das haben wir eben auch erst im Laufe der Zeit rausgefunden. Aber nochmal zurück zu Mandy. Also Mandy hat sich eben selber ausgesucht, welche Bilder hier platziert werden sollen. Das sind vor allem aktuelle Bilder und sind vor allem Bilder von ihrer Löffelliste. Also zum Beispiel hatte sie auf der Löffelliste Gerd von Hirschhausen zu treffen. Hier sehen wir die beiden. Und dann hat sie dazu auch kleine Anekdoten erzählt. Also man sieht jetzt in dem Fall jetzt nicht, aber zum Beispiel, wenn ich hier rübergehe, genau, da bin ich auch mit Mandy zu sehen, sieht man kleine Sprachnachrichten, die aufgenommen wurden. Das heißt, es ist auch ihre Stimme, die erzählt, was man auf diesen Bildern sehen kann. Und diese gelben Bubbles, darum haben Menschen Kommentare hinterlassen und konnten etwas dazu schreiben. Und auch da haben wir eine Erfahrung gemacht. Also ich gebe euch richtig mal so einen Einblick, auf was für Probleme man so stoßen kann. Dadurch, dass dieser Raum öffentlich betretbar war, konnte eben auch jeder Kommentare hinterlassen. Und es waren tatsächlich auch Kommentare dabei, die gingen unter die Gürtellinie. Das heißt, man muss auf jeden Fall, wenn man einen öffentlichen Raum schafft, der die Möglichkeit zur Interaktion lässt, irgendeine Form von Feedbackschleife drin haben. Also irgendeinen Check, darf dieser Kommentar jetzt rein oder nicht. Und das beeinflusst natürlich auch, in wie aufwendig und komplex ein Raum ist. Das heißt, wir können diesen Aufwand jetzt nicht mehr betreiben und dementsprechend kann man jetzt keine Nachrichten mehr hinterlassen. Aber zu dem Punkt konnten wir das eben tun und konnten das dann, wie sagt man, moderieren. Genau. Eine weitere Erfahrung, die wir hier gemacht haben, ist, dass der Raum, obwohl er Wände hat, trotzdem noch zu groß ist. Und ein ganz, ganz großes Problem, was wir festgestellt haben, ist diese Mitte. Wir dachten, oh ja, es erinnert so ein bisschen an zum Beispiel einen kirchlichen Raum, an einen Gemeinderaum. Man hat eben in der Mitte, statt einem kirchlichen, christlichen Symbol, haben wir uns für den Baum des Lebens entschieden, damit wirklich sich jeder willkommen fühlt. Wir haben eine kleine Bühne gemacht, wir haben Sitzbänke, braucht man eigentlich gar nicht
im virtuellen Raum, aber trotzdem dachten wir, wir müssen irgendwas kreieren, wo man sich so ein bisschen abgeholt fühlt und wo man so eine räumliche Orientierung hat. Das Problem ist aber, man geht nicht gerne in die Mitte eines Raums. Und das ist auch, also das ist im realen Leben so und es ist eben auch im virtuellen Leben so. Und das ist eine weitere Erfahrung, die wir gesammelt haben, dass eigentlich ein großer Raum, wo in der Mitte etwas ist, nicht wirklich behaglich ist, sondern eher ein Unwohlsein erfüllt. Also die meisten Menschen, die reinkommen, die bewegen sich erstmal so am Rand. Vielleicht noch ein bisschen was zum technischen Feature in diesem Raum und auch in den Räumen, die ihr dann gestaltet. Und zwar gibt es hier was ganz Besonderes, das nennt sich Special Audio und das imitiert den räumlichen Klang. Und das heißt, wenn jetzt Jens und ich uns hier vorne unterhalten und hinten in der Ecke da bei dem Foto würden sich auch eine kleine Gruppe unterhalten, würden wir sie leise hören, ohne dass sie unser Gespräch beeinflusst. Aber wir würden mitkriegen, da ist eine Gruppe. Und dieses Gefühl, also ich höre es dann sozusagen links auf meinem Ohr, höre ich, da hinten sind auch Geräusche. Und ich kann mich jetzt hier von Jens verabschieden und nach vorne laufen und mich der Gruppe anschließen und unterhalten. Und das ist so ein Gefühl von Gemeinschaft, die in diesem Raum entstehen kann. Und das ist etwas, was wir als sehr, sehr wertvoll empfinden, vor allem am Ende eines Lebens oder einfach in diesem sich nochmal gemeinschaftlich einer Person erinnern, kann das sehr, sehr mächtig sein. Und was wir vor allem, wir haben diese ganzen 2 Jahre, die wir geforscht haben, auch immer wieder reflektiert, Feedbacks eingeholt. Und eine Sache, die uns da besonders aufgefallen ist, ist, dass Menschen sich, wenn wir Tests gemacht haben zwischen 2D-Räumen und 3D-Räumen, dass sich Menschen ein halbes Jahr später viel mehr an die Ereignisse im 3D-Raum erinnern konnten als die im 2D-Raum. Und das kennen wir ja auch selber, wenn wir mehrere Zoom-Meetings haben. Also mir geht es zumindest so, dass ich dann oft gar nicht mehr so ganz genau unterscheiden kann, was wurde jetzt in welchem Zoom-Meeting, was war da jetzt irgendwie konkret Thema. Und obwohl ich sehr, sehr viele virtuelle Räume besuche, kann ich mich an jeden Einzelnen so richtig erinnern. Also das ist irgendwie eine andere Form der Erinnerung. Wahrscheinlich einfach auch durch diese räumliche Erinnerung, die da mit einhergeht. Ja, hier haben wir zum Beispiel auch eingebaut, dass wenn man, sobald man auf dieser Bühne ist, wird laut. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, über so Audiozonen kann man das kreieren, hört der ganze Raum. Das ist jetzt für diese Veranstaltung wichtig, weil man ja eben genau die Rede hören möchte, falls hier eine Rede stattfindet. In dem Fall ist es jetzt sogar so, dass die tatsächliche Rede hier platziert ist. Das heißt, wenn die an ist, kann das der ganze Raum hören. Das wiederum kann auch zu Irritierung sorgen. Das heißt, wenn der Raum voll besucht ist und eigentlich man sich gerade da hinten eine Sprachnachricht anhört, dann kann es irritierend sein, wenn jetzt plötzlich einer die Rede anschaltet und sie komplett allumfassend zu hören ist. Was könnte ich noch erzählen? Zum Beispiel diese Bubbles. Finde ich ästhetisch erstmal nicht so schön. Das war so eine kleine Notlösung, weil wir haben eben on the fly, also wir haben immer geguckt, was braucht es, und dann haben wir es erstmal implantiert, um dann das weiterzuentwickeln. Woran wir jetzt gerade arbeiten, ist, dass diese Bubbles gar nicht auftauchen, sondern wenn man auf das Bild klickt, dass in dem Moment das Bild sich ganz öffnet und an der Seite eine Timeline entsteht mit den Nachrichten. So ein bisschen wie Kommentarspalte bei Instagram oder so. Und das hat den Vorteil eben auch, dass man, was ich eingangs erzählte, die Motivation, wieder in diesen Raum zu kommen, mehr da ist, wenn eine Interaktion stattfindet und ich dann sozusagen, ich sehe in dem Moment einen Verlauf von Ina hat dann und dann was kommentiert und dann hat Mama noch was kommentiert und darauf hat sich dann Peter bezogen oder wie auch immer, und dadurch entsteht auch so ein Miteinander und ein Austausch. Den wir gerne ermöglichen würden, weil hier in dem Fall sieht man nicht, wann welche Nachrichten gekommen sind. Man muss auch suchen, wann ist in die letzte gekommen. Ja, jetzt gucke ich mal auf die. Ihr sagt mir Bescheid, sobald Fragen auftauchen. Und sonst erzähle ich einfach noch ein bisschen weiter. Und zwar, wie unser aktueller Raum aussieht. Den würde ich euch gerne noch zeigen. Und zwar ist es so, dass, das ist mein Team. Wir haben jetzt gerade kürzlich gegründet. Das heißt, wir machen aus diesem Uni-Projekt, wird jetzt gerade eine Firma. Und wir haben
versucht, alle Erfahrungen, die ich ja eben in den letzten 2 Jahren gesammelt habe, umzusetzen. Und der aktuelle Raum zum Beispiel, das ist jetzt schon mal so ein Prototyp, wird in der Mitte ein Gewässer haben. Das heißt, man hat nicht mehr dieses Gefühl, ich muss in die Mitte gehen, aber ich will nicht oder wie auch immer, sondern man kann sozusagen nur um den Brunnen herumlaufen. Und dann kann ich, das wird jetzt nicht übertragen, ne? Das müsste ich jetzt hier nochmal neu einstellen. Wurde unterbrochen, Moment, eine neue Seite. Genau, freigeben. So. Also, das sozusagen sähe jetzt der Raum schon in Gestalt aus, aber der bringt viele andere Probleme mit sich, einfach um mal so einen Work on Progress zu zeigen. Zum Beispiel Licht und Schatten fällt hier noch sehr unnatürlich. Dadurch sieht das so ein bisschen aus wie so ein Game aus den 90ern. Das ist noch nicht wirklich attraktiv, da fühlt man sich noch nicht so richtig wohl drin. Es gibt verschiedene Schwierigkeiten. Zum Beispiel Wasser virtuell darzustellen ist super komplex, vor allem, weil es sehr viel Renderkapazität braucht. Das heißt, der Raum lädt langsamer. Wenn dann auch noch Medien dort zu sehen sind, wie zum Beispiel Videos, dann braucht der Raum ziemlich lange, um zu laden. Dann kommt es zum Stocken. Dann ist dieses Gefühl von, ich bin jetzt hier, ganz in diesem Raum, wird unterbrochen. Das bringt nämlich dieser Raum mit sich, dass man nicht nebenbei nochmal E-Mails checkt oder irgendwie auf Instagram irgendwie drauf ist, sondern man wird wirklich fokussiert auf diesen Raum. Der Fokus wird auf den Raum gesetzt. Und das finde ich gerade im Moment des Abschieds super wichtig und möchte man ja auch. Das hier ist jetzt erstmal noch kein fertiger Raum, sondern der ist eben im Entstehungsprozess. Wichtig ist zum Beispiel, dass Lichtspots gesetzt werden, um auf die Bilder einen Lichtspot zu machen. Insgesamt ist der Raum jetzt viel zu hell ausgeleuchtet. Das heißt, eigentlich würde man auf punktuelle Lichter setzen, auf die Bilder. Und das Gewässer wiederum könnte nutzen für ein Ritual. Und damit würde ich gerne noch in ein weiteres Thema übergehen. Und zwar, wenn ich das jetzt hier nochmal freigebe. Freigeben. So. Und zwar ist es die große Frage, wie kann man einen virtuellen Abschied begleiten? Weil wir haben ganz, ganz viele Rituale in unserer Abschiedskultur, die ich super schön finde und wichtig finde. Also das zum Beispiel am Grab wird dann nochmal Erde oder Blumenblätter reingestreut oder man zündet nochmal eine Kerze an. Das Problem ist ein bisschen im virtuellen Raum, die Frage ist eher, will man das 1:1 übersetzen? Möchte man eine virtuelle Kerze anzünden oder virtuelle Blütenblätter verstreuen? Weil eine virtuelle Kerze sieht auch nicht unbedingt gut aus im virtuellen Raum. Und mit Fabian haben wir ein Ritual ausprobiert. Und das möchte ich euch einfach mal zeigen, wie man da denken kann, wenn man, wenn man im virtuellen Raum ist. So, ich mache einfach mal Play und erzähle ein bisschen dazu. Also in dem Fall haben wir eine Trauerfeier simuliert. Das heißt, Johanna, die haben wir eben schon mal gesehen, die dieses Buch geschrieben hat, hat sich bereit erklärt dafür, dass wir eine Lebensfeier für sie veranstalten, um dieses Ritual zu testen. Und hier fragt die Rednerin gerade, möchtest du letzte Worte teilen? Und dann kann man eben anklicken, ich möchte letzte Worte teilen. Und kann jetzt etwas schreiben. Das mache ich jetzt mal ein bisschen so. Und man sieht hier im Hintergrund schon, ich mache nochmal zurück, dass so kleine Lichtbälle wegfliegen. Das dauert jetzt hier gerade ein bisschen, bis die Nachricht geschrieben ist. Aber achtet mal drauf, dass diese Nachricht wird jetzt zu einem Lichtball. Und fliegt zu dem Baum in der Mitte. So, und am Ende, also
wird nochmal noch ein bisschen abschließende Worte genannt und jetzt gibt es einen Zeitsprung und am Ende der Zeremonie fliegen alle Lichtbälle in den Himmel. Und wer wollte, oder man konnte das so anklicken, dass die Nachricht am Ende an der Wand platziert wird, da kam dann am Ende die Nachricht auch tatsächlich an der Wand an. Und wer einfach wollte, dass sie in den Himmel aufsteigt, konnte die Nachricht verschwinden lassen. Und das war sozusagen eine Idee, wie schafft man ein gemeinschaftliches Ritual? Man kann nochmal letzte Worte der Person widmen und man hat eben etwas, was man so gemeinschaftlich macht. Das ist einfach eine Idee. Und das Tolle ist, dass wir jetzt diejenigen sind, die eben diese virtuellen Räume zu nutzen lernen und auch mitgestalten können. Also gerade so jetzt in dem Fall ein Trauerritual, aber Rituale sind ja alle wichtig, auch in der Bildung oder in sämtlichen Zeremonien, dass man irgendwie so ein etwas Gemeinschaftliches, Verbindendes schafft. Und das, ja, da sind wir ja jetzt die Gestalter und Gestalterinnen. Das ist, finde ich, eine wahnsinnig schöne Aufgabe. Ja. Gibt es schon Fragen oder soll ich einfach noch weitere Punkte erzählen? Also ich kann so ein bisschen zeigen, muss jetzt wieder neu freigeben. Ina, höre ich gerade? Sehe ich gerade? Ja, bitte, Ina. Genau, danke. Ja, es inspiriert mich total. Vielen Dank. Ich bin vor 4 Jahren Witwe geworden und habe ein paar Fragen jetzt, die mir im Kopf sind. Also das eine ist, wie öffentlich ist so ein Raum? Also wenn ich mir jetzt einen Raum für meinen Mann anlegen wollen würde, wer darf da alles rein und wie geschlossen ist das? Oder kann irgendwer rein, der ihn gar nicht kannte? Oder kann ich es nur an Freunde schicken? Das wäre eine Frage. Dann habe ich mich gefragt, welche Dateien oder Sachen könnte ich denn hochladen? Also ich weiß, ich habe so meinen WhatsApp-Chat mit ihm mal irgendwie als Fotobuch machen lassen, könnte ich das irgendwo ablegen als Datei, dass ich da dann irgendwie auch virtuell nochmal reingucken könnte, habe ich mich gefragt. Und ich habe so eine Kiste mit ganz vielen Gegenständen, die er hinterlassen hat oder Sachen, die mir wichtig sind. Und habe so gedacht, es könnte ja auch eine Möglichkeit sein, die zu fotografieren und irgendwo so eine Kiste in so einem Raum zu packen, ganz virtuell. Und also es wären so 3 Sachen zur Benutzung als Fragen. Und das andere wäre, ich war ja damals Anfang 40, als ich Witwe wurde. Und habe mir gewünscht, dass es sowas wie eine gute Selbsthilfegruppe, Trauergruppe gibt mit Menschen in meinem Alter. Und habe in der Region nur Leute gefunden, die über 60 oder 70 waren und Trauergruppen waren. Ich weiß, es ist jetzt kein Selbsthilfegruppe-Raum, aber ist es irgendwie für euch auch ein Thema, so die Leute miteinander zu vernetzen, die vielleicht in Trauer gemeinsam sind? Ja, das sind richtig schöne Fragen. Also zum einen, erstmal die Öffentlichkeit, das ist natürlich, liegt total in deiner Hand. Jetzt in Mandys Fall, die hat sich gewünscht, dass es öffentlich ist, weil sie auch auf Instagram eine sehr, sehr große Community hatte und sozusagen schon mit ihrem Tod sehr öffentlich umgegangen ist und entsprechend auch einen Ort schaffen wollte, dass alle, die ihr folgen, die Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen von ihr, weil die Trauerfeier als solche in einem sehr engen Kreis stattgefunden hat. Man kann diese Räume auch mit Passwort schützen, das heißt, man kann wirklich also entweder nur einen privaten Link oder eben sogar inklusive Passwortschutz, das ist alles möglich. Und dann ist eine wichtige Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, die ich noch gar nicht gesagt habe, ist, wie lange ist so ein Raum eigentlich offen? Und jetzt in Mandys Fall ist er tatsächlich 1 Jahr lang offen. Das ist aber etwas, was wir nicht empfehlen. Was wir festgestellt haben, ist, dass zwischen dem Todesfall und der Trauerfeier passiert eigentlich am meisten Engagement, also Interaktion. Da sind die Angehörigen, also gerade die weite Angehörigen, Zugehörigen, sehr, sehr tief und wollen irgendwas tun. Die möchten gerne nochmal irgendwie, die möchten unterstützen, die bieten ihre Hilfe an, aber wollen auch irgendwie selber irgendwie was tun. Das heißt, in diese Woche ist oder diese 2 Wochen sind oft sehr, sehr wichtig für den Raum, dass der gefüllt wird. Danach, nach der Beerdigung, ebbt das meistens sehr, sehr, sehr ab. Das heißt, der Raum wird nicht mehr viel besucht und das kann auch eine schmerzhafte Erfahrung sein für Angehörige, weil man das
es suggeriert so ein Gefühl von, oh, die vergessen jetzt mein Kind, mein Mann, wen auch immer. Und das ist natürlich, das stimmt überhaupt nicht. Es wird einfach nur, man vergisst, dass es diesen Raum gibt. Und daher empfehlen wir, den nur punktuell zu öffnen, mit Ansage und mit Einladung. Das heißt, er ist für einen bestimmten Raum bestimmten Zeitraum am Anfang offen, zum Beispiel einen Monat, und dann nochmal punktuell zum Geburtstag oder zu irgendeinem Feiertag, zum Hochzeitstag oder zum ersten Todestag. Und dann lädt man wirklich die Menschen nochmal ein, weil den Raum alleine zu besuchen ist auch tatsächlich, das ist gar nicht der Reiz. Der Reiz ist tatsächlich, zusammen in diesem Raum zu sein und zusammen dieser Person nochmal zu gedenken. Und zu den Gegenständen, also in Anbetracht des Internets ist gar nicht so viel möglich, weil das nicht geladen werden kann. Aber nehmen wir jetzt mal dieses Problem beiseite, weil das wird gelöst. Kann theoretisch alles da drin platziert werden. Also wir hatten auch schon eine Live-Übertragung von der Trauerfeier. Dann hatten also die Gegenstände, die virtuell dargestellt wurden, also zum Beispiel das Lieblingsauto war dann virtuell im Raum. Oder man kann auch heutzutage mittlerweile schon Gegenstände mit dem Handy virtuell abbilden. Das heißt, man kann die so scannen mit einem iPhone und dann theoretisch in diesem platzieren. Ich sage deswegen theoretisch, weil die Objekte momentan noch sehr, sehr groß sind und damit die Räume schwer haben zu laden und dann eben nicht für jeden zugänglich. Und eine Frage, die mir jetzt noch einfällt, die wir häufig gestellt kriegen, ist, wenn dieser Raum eben nur punktuell offen ist, kann ich den irgendwie behalten, kann ich den irgendwie dann zu Hause nochmal öffnen? Und da bieten wir an, dass wir den einmal abfilmen, dass man den nochmal als Video hat. Und was man sowieso immer machen kann, sind alle Medien, die nicht Ton oder Video sind, kann man auch in Form zum Beispiel von einem Fotobuch oder so ausdrucken. Das ist auch immer eine Option, eine Möglichkeit. Ja. Ach ja, und Trauergruppen, das hattest du noch gefragt. Genau, tatsächlich haben wir jetzt gerade eine Anfrage von einer Trauergruppe aus Köln, die das gerne nutzen möchten für sich zusammenfinden und irgendwie diesem Thema auch so einen Raum geben, bildlichen Raum. Und auch einen Test gemacht haben, wo sich 25 Personen, das war relativ viel, in diesem Raum getroffen haben und Erinnerungen geteilt haben. Also jeder hat zwei Fotos geteilt und dann hat man so eine kleine Geschichte zu den Fotos erzählt und zu der Person, die verstorben ist und die man gerne in diesem Raum erinnern möchte. Und das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Und gleichzeitig waren 25 Personen zu viel in diesem Raum, sind die Gruppen kleiner gestalten, weil man, das ist dann tatsächlich wie auch in einem realen Raum, dass ja, wenn 25 Leute müssen dann still sein oder ja, wenn die dann gleichzeitig anfangen zu reden, das ist schon, das ist wie, also man kann es wirklich 1:1 übersetzen. Ja, Heike. Ja, erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Ich finde das total spannend. Ich verstehe das als Erinnerungs- und Trauerräume und mich würde einfach mal kurz interessieren, gab es auch Anfragen an sowas wie eine christliche Gottesdienstgestaltung? Tatsächlich haben wir auch gerade eine Anfrage von einer Pfarrerin. Total, also warum nicht? Ich finde das eigentlich eine super Idee, das einfach mal, also mindestens auszuprobieren. Man muss immer gucken, wie das angenommen wird und welche Zielgruppe man damit erreichen will. Ein Thema zum Beispiel ist auch, und das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gezeigt mit den Arbeiten, aber da kommt ihr bestimmt selber noch dazu, wie bewege ich im Raum? Ihr habt jetzt die Beispiele bei mir gesehen, man sieht sich selber nicht, sondern man läuft einfach so rum und sieht sich gar nicht. Aber das führt dazu, diesem Thema Orientierungslosigkeit, ich weiß gar nicht, wer bin ich und wo bin ich, vor allem Menschen, die jetzt nicht mit dem Gaming aufgewachsen sind, fällt es viel leichter, wenn sie sich selber sehen. Und das wird, glaube ich, mit der Software, mit der ihr arbeiten werdet, wird das so sein. Das heißt, man sieht sich auch als Figur. Und das jetzt nochmal, um die Frage zurückzukommen, ist die Frage, wer kann damit was anfangen? Und ich glaube, dass die Kirche damit wirklich Potenzial hat, junge Menschen abzuholen. Und junge Menschen, also ich habe jetzt zum Beispiel schon die Geschichte gehört, dass Minecraft, dass junge Menschen Minecraft nutzen, um Trauerräume zu gestalten, um irgendwie eine Erinnerung an einen Elternteil, einen Geschwisterteil selber zu bauen.
das kommt eben aus der Jugend. Und das zu nutzen, finde ich ja toll, wenn die Kirche da mitgeht. Ja. Aber aus der konkreten Anfrage ist nichts geworden, habe ich das richtig verstanden? Ach so, doch, die läuft noch. Ja, ja, wir haben jetzt okay. Wir haben erstmal ein erstes Kennenlernen. Ich glaube, das findet nächste Woche statt. Genau. Danke. Ja, das läuft noch. Gerne, ja. Ah ja, genau, hier schreibt auch Anna-Katharina, schreibt, es gibt auch In-Game-Minecraft-Gottesdienste für besondere Veranstaltungen, genau. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich nämlich gehört habe. Das finde ich wahnsinnig cool, weil, also ich glaube, die junge Generation, die sind alle mit Minecraft aufgewachsen, das zu nutzen und da Orte zu schaffen, finde ich, ja, richtig cool. Ja, was gibt es noch? Ich kann noch so ein bisschen... hier vor Ort auch Fragen. Lili, ich springe mal gerade ein bisschen mit dazwischen, genau. Sehr gerne, damit du nicht hier so alleine auf dem Screen bist und genau hier so in die digitale Lehre sprichst. Wir haben hier ja auch noch ein paar Menschen vor Ort. Gibt es denn hier auch noch Fragen zu Erinnerungsräumen, 3D-Räumen, zu dem, was wir jetzt gehört haben? Also was mich ja auch noch mal interessieren würde, gibt es, ich sag mal, Erfahrungsrückmeldungen, wie, ich sag mal, diese Trauer- und Abschiedserlebnisse oder wie das aufgenommen wurde. Also ich spreche jetzt mal, ja, qualitative Rückmeldung ist vielleicht ein schwieriges Wort, aber hast du auch Rückmeldung von Menschen, die von diesen Trauerprozessen auch daran teilgenommen haben? Ja, also zum einen haben wir den Vorteil gehabt, dass die meisten Menschen, die in diesen virtuellen Raum gekommen sind, zum ersten Mal in so einem virtuellen 3D-Raum waren. Das heißt, das allein war schon sehr beeindruckend und gleichzeitig auch super überfordernd. Und das ist auch ein Learning, was wir zum Beispiel jetzt verändern, ist die Steuerung im 3D-Raum bei uns. In unserem Fall war es so, dass man eben über die Pfeiltasten steuern konnte und mit der Maus. Also für alle, die Gaming-Erfahrungen haben, gar kein Problem. Oder mit WASD. Aber für alle, die eben damit nicht Erfahrungen gesammelt haben oder vertraut waren, war das eine Überforderung. Und das ist ein großes Problem, weil das natürlich die Einstiegshürde enorm hoch macht. Und gerade in dem Kontext Trauer, aber ich meine, es gilt ja, egal welches Thema, man möchte ja alle Menschen abholen und eben auch meine 80-jährige Oma. Wir haben das zum Glück dann so lösen können, dass man auch eine Art Stream beiwohnen konnte. Das heißt, man kann am Anfang auswählen, wenn ihr mal einen dieser Räume besucht, am Anfang auswählen, möchte ich mit der VR-Brille rein, möchte ich einfach so teilnehmen oder möchte ich einfach nur zuschauen. Das heißt, man konnte auch ohne Steuerung drin rumlaufen. Das war sozusagen das größte Feedback, war, die Steuerung ist zu kompliziert und hindert einen dran, den Raum als solchen wahrzunehmen und den Anlass wahrzunehmen, weil man überfordert ist von der Steuerung. Und das ist ein großer Störfaktor, den wir jetzt aus dem Weg räumen müssen. Ja, und also du meinst jetzt nochmal auf der Trauerebene? Oder? Genau, richtig. Also es gibt ja einmal so die Reaktion, also jetzt in der Corona-Pandemie, erstmal besser als nichts. Ja, aber gibt es auch außerhalb von diesen besser als nichts, also Rückmeldungen, die ja über das Trauererlebnis im Prinzip was aussagen, ob das die Menschen erreicht, ob das überhaupt reicht, ob das mehr so ein Wermutstropfen ist. Es ist auf jeden Fall eine Ergänzung. Also es sollte auf keinen Fall ein Ersatz sein. Es ist eine Ergänzung für die Menschen, die entweder nicht teilnehmen können. Zum Beispiel hatten wir einen Lehrer. Das war auch zu Corona-Zeiten, da war die Beerdigung nur im engsten Familienkreis. Das heißt, die ganzen Schüler hatten keine Möglichkeit, Abschied zu nehmen vor Ort. Und da war der natürlich Gold wert. Viele haben gesagt, das war schön, dass wir dann nochmal Tschüss sagen konnten. Dann Menschen, die todkrank sind und wissen, dass sie bald sterben. Also ich rede jetzt vor allem von jungen Menschen, weil das vor allem junge Menschen anspricht, diesen Raum, haben wir zum Beispiel schon das Feedback bekommen von einer krebskranken Patientin, die sonst Videocalls gemacht hat und sie gesagt hat, das ist für mich unerträglich, selbst zu sehen, wie ich
mehr und mehr verschwinde. Und dadurch, dass sie als Avatar in diesem Raum sein konnte mit ihren Freundinnen, die hat dann immer um 18 Uhr gesagt, sie macht abends 18 Uhr, das ging für 3 Wochen, abends 18 Uhr ist sie in dem Raum und wer kommen möchte, kommt. Und die hatten so einen Spaß, weil die waren alle als Avatare, dann hat man diese Krankheit nicht so im Raum gesehen und dann haben die Anekdoten erzählt und Videos ausgetauscht und da war plötzlich so eine Leichtigkeit da, die vorher nicht da war, weil man sah die ganze Zeit den Menschen sterben. Und das, das sind zum Beispiel so Möglichkeiten, dass man eine Leichtigkeit reinbringen kann, eine spielerische Komponente reinbringen kann und auch so eine Berührungsart mit dem Tod durch diesen virtuellen Raum neu definiert werden kann. Ja, das ist so das positive Feedback, was wir bekommen haben. Wir haben noch 2 Minuten. Letzte Chance, noch Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen. Gerne auch aus dem Online-Raum. Ina Wittmeier. Ich nochmal. Ich habe gerade gedacht, es ist schön, dass man vielleicht auch Sachen selber gestalten kann. Also bei einer kirchlichen Trauerfeier ist ja vieles auch liturgisch vorgegeben. Und hier kann ich vielleicht selber auch entscheiden, wie kann es ablaufen? Wollen wir uns treffen und wollen Lichtbälle aufsteigen lassen? Welche Fotos sollen da stehen oder nicht? Das hängt ja auch manchmal vor Ort von der Pfarrperson ab. Wollen die das überhaupt oder nicht? Und hier kann die Trauergemeinde oder die Familie das selbst entscheiden. Das finde ich einen total tollen Vorteil. Ja, schön. Schön gesagt, ja. Das, ja. Also ich glaube, dass wir insgesamt sehr, sehr früh dran sind. Also ihr genauso, ihr seid einfach früh dran. Und das bedeutet auch, dass wir eine gewisse Form von, wir haben einen Bildungsauftrag. Also wir haben nicht nur, also wir versuchen nicht nur, also in meinem Fall virtuelle Räume im Trauerkontext zu gestalten, sondern auch einen Bildungsauftrag im Sinne von, ich erzähle total gerne, wie diese Räume genutzt werden können, weil in Zukunft werden sie genutzt. Und viele Menschen wissen aber eben, haben noch Berührungsängste oder wissen noch nicht, dass es das überhaupt gibt oder dass es diese Möglichkeit gibt. Das heißt, wir sind sehr, sehr früh dran und das wird in Zukunft viel, viel mehr Raum einnehmen. Aber nicht unbedingt mit den Brillen, sondern viel mehr mit dem Handy. Aber dass man eben diese Räume, dass wir da so die so raustragen können und darüber erzählen können, wie man die nutzen kann. Das finde ich, ja, schön. Vielen Dank, liebe Lili, für den tollen Einblick in dein Projekt und in deine Arbeit. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich einen schönen Einblick hier bekommen. Wir konnten unsere Fragen auch stellen und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie, ich sag mal, auch das Nutzerverhalten von so 3D-Räumen außerhalb von Pandemien irgendwie im Alltag sich auch nochmal, ja, vielleicht etablieren wird als Ergänzung oder wie auch immer. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Also von daher, Lili, nochmal herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Und nochmal einen herzlichen Applaus. Ja.